So, ihr Lieben, ne? Jetzt mal hier im Schluss mit Schlafen und so. Ihr wisst ja, wir haben uns bei diesem Heimatfilmwettbewerb, ne? Irgendwie wollen wir uns anmelden. Und ich hätte gern die Plots in 2 Stunden. Weil, wenn ihr nicht fertig werdet heute, dann kann ich sie nicht losschicken. Okay? Los geht's. Da ist Papier, Stifte, ab geht's. So, Leute, wir brauchen jetzt eine Idee. Hier hat ja jemand eine. Naja, wir können ja zum Beispiel so einen alten Mann nehmen. Keine alten Männer, Niklas. Damit haben wir alle schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, dann schlag doch was Besseres vor. Ja, hier Idee. Also, wir fragen Leute auf der Straße einfach, was sie zum Thema Heimat sagen. Zum Beispiel, wo stellt ihr euch eure Heimat vor? Das wäre dann so eine Umfrage. Was sagt ihr dazu? Ja, das ist eine Zeit. Also, ich hatte aber eine Idee. Also, dein ist ziemlich scheiße. Also, wir sind zum Beispiel, lass uns das so machen, dass wir die 5 Hauptcharaktere sind. Dass wir zum Beispiel im Café sitzen und dann läuft ein Radio auf einmal durchsagen. Da ist direkt ein Paket in 5 Minuten. Ich hab's. Wir machen einen Film über VfL mit mir als Hauptperson. Und dabei bin ich während des Spieles. Geh runter von mir! Ja. Weißt du, für mich ist Heimat eher so ein Ort, an dem man lange gelebt hat. Ja. Und zwar könnte man dann als Beispiel irgendwie ein Gespenst in einem Schloss nehmen. Weil das lebt dann ja da viele 100 Jahre und dann könnte ich eben dieses Gespenst spielen. Und ihr? Wie findest du's? Das ist totaler Dreck. Oh Mann, oh. Wahre Heimat erlebt man in der Kindheit. Hey, Jungs, das ist es. Ich nur mit meinen Chicks in der Pizzeria und dann... Carla, noch ein bisschen weiter rechts. Ja, genau da. Alessandra. Leon! Vergiss es. Ja, wie wär's denn mit einer Love Story? Ja, warum nicht? So many songs Lionel has written for us all. So many nights we'd sit and listen all night long. So many dreams, times when our heart was breaking down. So, jetzt sollten aber alle abgeben.
Leute, wir brauchen jetzt eine Idee. Ah, jetzt habe ich's. Also wir kommen aus einem Wohnmobil und gehen dann gerade durch den Wald. Und dann kommen wir uns so hin. Wir wohnen in Bayern auf der Alm und melden gerade Kühe. Nee, natürlich schweigt das. Naja, die Hexe. Glücklicherweise hat er keine bösen Abkommen. Sondern wenn du in einer Ecke pinkeln. Naja, aber wir können ja dann in einer Ecke pinkeln. Ruhe! Setzen! Sechs!